Marlon, die folgenden Kämpfe wurden von einem Anfänger bzw. mittelmäßigen Spieler des Genres vorgeführt. Falls Sie Tipps in Sachen Gameplay von diesem Spiel suchen, sind Sie in diesem Video falsch und sollten sich besser an echte Profis wenden, die sich im Spiel besser auskennen. Ansonsten wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Video. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Für die Wii U. Hard of Hard. In der letzten Folge haben wir... Ich werde wahrscheinlich die Folgen gar nicht nummerieren, aber in der letzten Folge habe ich mit Captain Falcon gekämpft. Aber ich werde die Episodennummer einfach mal rauslassen, weil ich werde einfach die Charakterennamen immer hinter ein Part reinpacken. Apropos Charakter, wir nehmen jetzt wieder ein paar Kämpfe einen anderen Charakter. Jetzt mal Captain Falcon und jetzt weiß ich eigentlich gerade noch nicht, wen ich nehmen will. Ist immer noch der gleiche Tag wie bei der letzten Aufnahme, aber gucken wir mal. Ich habe ja früher sehr oft Link gespielt, deswegen spielen wir auch Link und in Grün natürlich. Gucken, ob ich den noch drauf habe. Lass mich doch reinkommen, Mann. Oh, hi. Na? So in den gleichen Farben. Das ist aber ein Online-Kämpfer, oder? Warum steht denn da jetzt Spieler 2? Dich. Hier frisst das. Bams. Ja, das war doof. Das ist meine Bombe einfach gehauen. Nein, wie ein Schild hier. Bombe wie Bams. Also, Schwertkämpfer durch viel lieber steuern, ehrlich gesagt. Bams. Verdammt, kann ich auch hier? Ich komme hinterher. Oh, noch gerettet. Ja, einen habe ich noch ein bisschen drauf. Bams. Warum tut er denn immer direkt sein Dings einsetzen? Aber knapp. Aber der Angriff ist auch stark. Boom. Richtig gut. Okay, mein Selbstvertrauen wurde gerettet. Mein erster Kampf hier. Direkt. Keine Ahnung. Erfolgreich rausgeht. Au, 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 wie kannst du es wagen? Mal. Bleibt. Hat er einfach mit seinem Schild abgewehrt? Aber Link kann das ja, ne? Nein. Aber ich hoffe. In die Richtung gezielt, Mann. Fang das. Nein, beinahe getroffen. Was wäre passiert? Bams. Nein, schon wieder. Bams. Ja, der hat anscheinend Schwierigkeiten. Aber ich bin ausnahmsweise mal gut. Bams. Huja! Der Falken. Was? Nein. Mit Captain Falken sind wir durch. Sehr schön. Ja, kein Leben verloren. Erster Kampf gewonnen. Mein Selbstvertrauen ist gerettet. So, jemand anderen aber. Wenn es geht. Ich hoffe, den ersten Part hat einigen Leuten gefallen, auch wenn es ja, ich würde mal sagen, die Qualität entspricht, die ich versprochen habe. Also keine. Tipps und Tricks würde ich ja auch gerne geben, wie man diesen und diesen Charakter spielt, aber ich habe ja keine Ahnung von, also ein bisschen Ahnung habe ich, aber ich möchte ja nicht irgendwelche Sachen raten. Ulima. Von denen weiß ich nicht. Einige offizielle Profis hier voll facepalmen würden, wenn sie das hören würden. Deswegen lassen wir das. Ich weiß, Link wird auch irgendwie oft als Fernkämpfer so benutzt. Ha, eine Luft abgeschossen. Was machst du jetzt? Bams. Selbstmordbomber. Neue Technik von mir entwickelt. Ey.
wäre geil gewesen. Keine Ahnung, irgendwie sehe ich immer nur, wie die so nach oben werfen und dann den Pfeil irgendwie. Oh geil. Die werfen das Ding ja nach oben und tun den Pfeil hinterher schießen, damit irgendwie die ganze Fläche irgendwie bedeckt ist. Und der tut jetzt hier voll die dicken Viecher bereitstellen als Wurfgeschosse oder Angriffsgeschosse. Oh ja. Nein. Nein. Boah, der so nervig wird, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, dann Schild, Mann. Hör auf damit. Tsch. Nein. Bastard. Den habe ich weggehauen. Habt ihr das gesehen? Mein Gott, geht der mir auf Nerven. Mit seinen Viechern. Ich habe noch nie jemanden so spielen gesehen. Mit Oliver. Und da ist hier. Wow, ich habe noch nie jemanden damit spielen gesehen. Bams. Was war hier? Fernkampf. Kannst du mich mal? Ich komme noch nicht da näher ran. Bin doch nicht irre. Ja, siehst du, ich komme näher ran, ich gehe auf die Fresse. Ey, geh weg. Boah, ich weiß nicht, wie ich mit denen klarkommen soll. Ja, die Viecher gehen mir auf den Nerv nicht. Komme ich mit denen klar? Boah, jetzt reicht doch mal. Sehr schön. Ja, da gehen deine Kackviecher. Ja, kommt die weg. Trotzdem getroffen, voll der Combo. Nein. Deswegen mache ich sowas nicht. Mir wäre zu riskant. Nein. Nein. Bumerang, kommst du mit zurück? Oh, der war aber nervig als Gegner. Ah, nein, bitte den anderen. Will ich nicht noch mal gegen den kämpfen. Tipps sind natürlich wieder sehr willkommen, falls jemand weiß, was ich hätte falsch machen können hier. Ich mache ja nie einen Fehler. Ich bin doch perfekt. Oh, sieht man doch. Ich komme gegen Astronauten mit drei kleinen Viechern nicht an. Da bin ich irgendwie hier so ein, weiß ich nicht, Held der Zeit oder so, hab noch nie Zelda gespielt. Ich denke mal, ich bin so ein sehr erfahrener Krieger. Aus längst vergessenen Tagen. Oder stimmt auch nicht. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Hoffe ich, bitte. Oh nein, noch ein Schwertkämpfer. Herausforderung angenommen. Geh weg. Oh, gegen Schuld mag ich nicht zu kämpfen, der kann auch kontern. Nein, ich wollte gar nicht. Oh, der macht mich wieder fertig, ne? Also gnadenlos. Das war doof. Nein, dreh ich drum. Nein. Nein. Profis tun ja eigentlich nichts, ob Smash-Angriffe einsetzen, ne? Sind ja beide wieder fehl am Platz. Pff, weggebombt. Nein, 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 ah! Hier, guck da einfach an. Bin hier. Kann ich auch hier. Sieht zwar nicht so aus. Ah, schon wieder falsche Richtung. Tschüss. Ja, also nicht tschüss, aber mal schon.
Ja, viel Spaß mit meinem Pumarang. Bams. Nein, das war ein doofer Fehler. Nein, zu früh. Too soon. Man wissen die nur alle, wie man spielt, ey. Danke. Bams. Mal beinahe. Nein, das war doof. Hey, den Angriff kann ich auch. Fast. Und genau deswegen mache ich sowas nicht, weil ich sowas nicht kann. Und andere, die halt auch nicht können, sollten das besser auch nicht machen. Aber okay. Weil genauso wäre es ausgegangen, wenn ich das versucht hätte. Keine Ahnung, ich wäre irgendwie mit diesem Sprung unten Angriff hinterher gesprungen. So. Irgendwo gelandet, wo ich nicht sein sollte. Das war Kampf Nummer 3, ne? Ich habe 2 gewonnen, ne? Ja, bams. 24, 25 Minuten reicht doch immer. So, Link. Wo ist denn recht? Wo ist denn rechts? Also voll doof, ey. Hey! Das Ding einfach. Er steht einfach so, oder was? Oh, noch ein Schwertkämpfer. Aus längst vergessenen Tagen. Hier, ist die Bombe. Ein Feuer ist doch nichts gegen meine Bomben. Boy, Roy spreche ich auch gerne. Was? Wieso hatte ich denn keinen Sprung mehr? Oh. Dreck. Ja, also ob ich jetzt noch gewinne. Ja, pf. Bah. Be gentle. Der kann schon wieder besser, was habe ich das Gefühl. Also natürlich gleich stimmen wie Schulkas manchmal, hört sich nicht so an. Boah, das ist so am Lecken gerade. Ja, diesmal habe ich keinen Sprung, das weiß ich. Und das war doof. Ja, ich gewinne sowieso jetzt nicht mehr. Geh weg. Einen schaffe ich noch. Einen schaffe ich noch. Einen. Nein, schaffe ich nicht. Ich dachte, ich hatte gerade, ich da runtergefallen bin. Ich dachte, ich hätte noch einen Sprung. Deswegen habe ich mir so ein bisschen Zeit gelassen, aber nein. Direkt den DLC-Charakter verloren. Ah. Hey. Möchte zwar noch mal gegen den kämpfen, aber lassen wir mal. Ich habe insgesamt 50 Kämpfe bestritten, was? Aber nicht online. Er kann gar nicht. Ich glaube ich mal einmal vor, was weiß ich, als das Spiel noch ein bisschen rausgekommen ist, versucht online zu spielen, aber da war so ein Lag irgendwie. Das war unspielbar. Deswegen ja. Habe ich übergelassen danach. Da wurde ich ein bisschen abgeschreckt. Jetzt läuft er. Auch wenn sehr oft, weiß ich nicht, die Verbindung rumschwackt. Ah, schön. So, Familie werde ich jetzt fertig gemacht. Von Bewohner. Ich bin mit einem Blumentopf hier. Ich habe eine Bombe. Ich frag nicht, wo ich die her habe. Boah. Auf damit. Gegen den Kopf geschossen. Ja, da kann man eine Bombe einstecken wahrscheinlich, ne?
Bloß mit deiner Bowlingkugel weg, die geht mir auf Nerven. So, der ist ein bisschen einfacher, hab ich das Gefühl. Boom! Sehr gut. Ich kann auch jonglieren, ne? Hier! Verdammt. Aua. Verdammt. Dann eben so. Nein. Dann so. Bams. Oh. Der Kranich. Auf damit. Wie steckt der halt immer so von ein? Willst du von mir einstecken? So war mein Pfeil oder so einzustellen. Da kannst du ja alles Mögliche einstecken. Von links ist doch was alles einsteckbar eigentlich. Ja. Verdammt. Dich. War ist ja durch mit durch. Mit deinem Blumentopf weggeschickt. Ich hasse Blumen. Ich hasse Blumen. Bams. So, jetzt aber. Bitte mal raus, Mann. Aua. Jetzt bin ich schon wieder zu viel, habe ich das Gefühl. Nein. Da haut er mich damit raus, ey. Ich hasse auch Bäume. Bäume. Nur weil ich grün trage, heißt das nicht, dass ich ein Blumenfreund bin, Mann. Ja. Oder kling ich etwa wie ein Gärtner? Ja. Link. Zitat. Nein. Ich könnte zwar, wenn ich irgendwie einen Spieler finden würde, der wirklich nichts drauf hat und immer wieder gegen mich kämpfen möchte, irgendwie, keine Ahnung, kann ich voll schnell die Rangleiter hoch kleben, habe ich das dort gefühlt, aber das ist schon wieder der gleiche. Haben wir noch gerade. Aber ich muss mal morgen aufnehmen. Am nächsten Tag meine ich jedenfalls. Bringt so nichts. Na klar, ich irgendwann. Ich würde hier 50 Minuten aufnehmen, die 25 Minuten von vorhin und jetzt. Ist klar, dass ich dann irgendwann mal an ein bekanntes Gesicht hier stolpert, deswegen. Soll ich das auf mehrere Tage so verlegen? Macht Sinn, ne? Ich will sowieso nicht so oft raushauen, deswegen. Weil nicht. Mittwoch. Sonntag, Mittwoch und. Weil nicht. Der nächste Part kommt dann am Samstag. Da habe ich ja noch Zeit. Bams. In die Fresse. Bams, in die Fresse. Warum zeigen jetzt nicht mehr ihren Namen an? Ihr seid da auf YouTube, Mann. Ihr werdet jetzt berühmt. Besonders bei mir. Ich habe eine Bombe, pass auf, Mann. Bams. Genau die. Falsche Richtung. Schon ein bisschen oft passiert. Was mache ich da? Nein, nicht im Loop-Modus jetzt einschalten. Also ich. Bams. War ein bisschen sicherer Treffer. Obwohl der Angriff nicht so eine gute Idee ist. Dieser, weiß ich nicht. Dieser eher. Keine Ahnung, je öfter man den spammt anscheinend, desto beschissener spielt der Spieler eigentlich. Genauso wie bei Kirby und seinen Block. Habe ich so das Gefühl jedenfalls, weil die Angriffe sind verdammt einfach ausweichen. Nein, mein Bomber. Die bezahlst du mir. Bams. Bombe. Ich habe sogar noch einen Kampf. Ja, ja. Bin ich aber froh, dass ich ein paar Kämpfe gewinne. Ich hätte irgendwie gedacht, dass ich traurige Ergebnisse hier erzielen würde.
diesem Projekt, aber es läuft noch. Dann sehe ich da irgendwie so Shofu oder Suishomaru und was weiß ich. Die ganzen Veteranen. Mich vor den Boden einstampfen, ohne den Controller zu berühren. Wie geht denn das überhaupt? Und da schon wieder Internetverbindung abgenippelt. Ich habe schon wieder was von. Aha. Hier. Noch zu viele Anspielungen an andere Let's Player, dass ich nicht sollte. Hier geht's nicht um dir, geht's um mich. Ja. Kevin Cat. Bevin Cat, warte, okay. Verstehe ich nicht. Okay, einen Kampf können wir noch schaffen. Hoffentlich noch. Denn, ja, okay, das war schon wieder so komisch. Schon wieder ein Sieg, weil dann ist er dir besser ausgegangen als war beim letzten Mal. Ich glaube, den wollte ich mal aufheben. Ich habe noch keinen Kratzer abgezogen, Mann. So, bin zufrieden. Ah, was? Der kann meine Abwehr mit durchbrechen? Diesmal habe ich aufgepasst. So, Fernkampf. Was? Der hat mein Ding jetzt benutzt, um weiter nach vorne zu kommen, habe ich so das Gefühl. Ich komme trotzdem noch rein. Oder auch nicht. Verdammt! Ach, verdammter Dreck. Aber der sieht noch nicht mal so aus, als würde er sich sonderlich anstrengen. Das pisst mich irgendwie an. Ja, ich weiß, du kannst diesen Angriff. Das ist sehr schön. Komm mal her! So. Nein, was mache ich da? Bams. Wow, das hat den erledigt, echt? Nein, früh. Ja, ich sehe schon. Ich ändere immer alte Sachen jetzt zurückgreifen. Tschüss. Tschüss. Nicht die Deckung fallen lassen. Hier schlägst meine Bombe, ist doch klar, die explodiert, Mann. Ja, okay, das war doof. Ah, Mann. Ja, Schulk ist irgendwie so ein Repräsentant für die heutige Zeit, habe ich so das Gefühl. Ja, ich muss irgendwie bei denen irgendwie an die heutige Jugend denken, wenn ich den sehe. Was nicht so positiv ist und deswegen tut es mir leid. Aber ich würde sagen, mit den Worten verabschiede ich mich von diesem Part und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Super Smash Bros. Für die Wii U. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen. Hart auf hart. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Das war mein Stuhl, sagt Hallo, Tschüss.